Wähle zum Einfassen eines Quilts zunächst einen Stoff mit einem Muster aus, das zum Design passt. Wenn du mutig bist, wählst du eine Einfassung aus, die auffällt. Oder aber du entscheidest dich für eine dezente Version, die gut mit deinem Quilt harmoniert. Für eine gerade Einfassung musst du eine Seite rechtwinklig begradigen. Schneide deine Streifen dann von dieser Seite her zu. Lege dein Lineal entlang der Kante und schneide die Webkante ab. Drehe den Stoff um, damit die zurechtgeschnittene Seite links liegt. Lege das Lineal ca. 6,5 cm von der Stoffkante entfernt an und schneide deine Einfassung in gerade Streifen. Um einen Schrägstreifen herzustellen, musst du die Streifen im 45-Grad-Winkel schneiden. Dazu legst du das Lineal im 45-Grad-Winkel zwischen den beiden Kanten an und schneidest. Nimm dein Lineal und lege es an der Schnittkante an und schneide ca. 6,5 cm breite Streifen. Lege einen Stoffstreifen mit der bedruckten Seite nach oben waagrecht vor dich hin. Einen zweiten Streifen legst du an der rechten Kante überkreuzt darüber. Die Streifen sollten einander etwas überlappen. Heftet die Stoffstreifen so zusammen, dass ein 90-Grad-Winkel entsteht. Ziehe eine diagonale Bleistiftlinie von der linken oberen Ecke zur rechten unteren Ecke. Die Linie bezeichnet die Nählinie. Lege den zusammengesteckten Stoff in die Maschine und nähe mit Coats Cotton Nähgarn entlang der Linie. Entferne die Nadeln nach und nach. Schneide die Naht auf ca. 0,75 cm mit Schere oder Rollschneider von Milward zurück. So ergibt sich eine fortlaufende Einfassung. Wenn du die Einfassung für deinen Quilt ausmessen möchtest, lege den Quilt vor dich hin und positioniere die Einfassung entlang der unteren Kante. Falte die Einfassung an den Ecken und komme zum Ausgangspunkt zurück. Der Stoff kann sich zum Schluss überlappen. Gib immer ein paar Zentimeter zu, um auf der sicheren Seite zu sein. Bügle die Nähte auseinander.
Nach dem Flachbügeln der auseinandergeklappten Nähte falte den Streifen der Länge nach so, dass die unbedruckten Seiten aufeinander liegen. Bügle dann den gefalteten Streifen flach. Lege den Quilt mit der Vorderseite nach oben vor dich hin. Nimm den gefalteten Streifen und bringe die unversäuberte Kante der Einfassung mit der unversäuberten Kante des Quilts übereinander. Beginne etwa bei einem Drittel der Kante. Fixiere die Einfassung mit einer Stecknadel. Wenn die Quiltkante eingefasst ist, beginne bei ca. 2 Drittel der Länge auf der rechten Seite zu nähen. Dadurch hast du ausreichend Platz für das spätere Verbinden des Ausgangs und Endpunktes. Nähe zunächst ein paar Rückstiche und dann weiter im Geradstich bis zu einem Punkt, der ca. 0,75 cm von der Unterkante des Quilts entfernt ist. Rückstich. Eine Briefecke ergibt eine flache und ordentliche 90-Grad-Ecke. Dabei wird diagonal von der Spitze der Ecke zur inneren Ecke gefalzt. Falte einen 45-Grad-Winkel zur rechten Seite. Drücke die Ecke fest und schlage die Einfassung nach links, sodass die offene Kante der Einfassung über der offenen Kante des Quilts liegt. Fixiere die Einfassung mit einer Stecknadel und lege den Quilt vorsichtig in die Nähmaschine. Beginne mit der Ecke und nähe hinunter bis zur nächsten Ecke. Halte wieder ca. 0,75 cm vor der nächsten Ecke an. Wiederhole das Ganze an allen vier Ecken. Nähe ein paar Zentimeter über die Ecke hinaus und beende mit einem Rückstich. Nimm den Quilt aus der Maschine und leg die beiden Enden der Einfassung übereinander. Schneide das oben liegende Ende der Einfassung auf die Hälfte der Überlappung zurück. Lege das Lineal unter die abgeschnittene Kante, sodass sie mit der 6,5 cm Markierung übereinstimmt. Klappe das obere Ende der Einfassung zurück und markiere das untere Ende. Das ergibt eine Überlappung von 6,5 cm. Nimm das linke Ende der Einfassung. Lege es aufgeklappt mit der rechten Seite nach oben vor dich hin.
Dann nimm das rechte Ende der Einfassung und klappe es auf. Lege sie rechts auf rechts. Die oberen und die rechten Kanten müssen übereinander liegen. Stecke sie zusammen. Zeichne eine Linie, die die beiden Ecken verbindet. Nähe entlang der Linie. Und schneide den überstehenden Stoff auf ca. 0,75 cm zurück. Öffne die Naht und bügle sie flach. Dann bügle den Streifen wieder zur Hälfte, um die Einfassung zu beenden. Nun ist die Einfassung komplett zusammengenäht. Lege den Quilt an der Stelle, an der du mit dem Nähen aufgehört hast, wieder in die Maschine. Beginne mit einem Rückstich und nähe die Einfassung bis zum Ausgangspunkt. Noch einen Rückstich und du hast die Einfassung deines Quilts beendet.